Vielleicht kommt ein Video, das zeigt drei schwarze Hybriden und ein viertes graues Tier. Es fängt relativ sanft an und geht echt heftig zu Ende. Darum, wer keine starken Nerven hat, der soll sich das auch nicht angucken. So ähnlich ist das den drei Tieren ergangen, die man bis zum 26. März auf Anweisung des Umweltministeriums, auf Anweisung von der grünen Umweltministerin Anja Sigismund erschossen hat. Ich bitte Frau Sigismund, hören Sie auf damit. Ziehen Sie diese Jäger zurück. Mir ist sowieso schleierhaft, wie das alles funktionieren soll auf dem Truppenübungsplatz. Lassen Sie das bitte. Lassen Sie die drei überleben. Jedes einzelne Tier ist heutzutage wichtig. Wir sind nicht mehr so rassistisch, dass wir über Artenschutz reden, sondern in erster Linie geht es hier um Tierschutz. Und dass Sie gegen das Gesetz verstoßen haben, wissen Sie selbst. Denn Sie haben das Problem nicht endgültig geregelt. So, bitte. Nur was für Leute mit starken Nerven, was jetzt kommt. He's scratching. You see him scratching? Yeah. That must be the male. They're pissed off. Here they come. The cows ain't even worried about us. Get ready, Mark. Kill it. My dog, I'm hitting.
Hold on, he'll stop. There you go. Whoop. Good shot. Yep, right over there. Run over here. Feiner, feiner, easy. Die sind ganz traurig, ne? Die sind ganz, ganz traurig. Wir lösen das mal eben auf. Also, ich habe mir natürlich Rat geholt von dem Wolfsexperten Dr. Federico Morimando aus Italien. Der ist auch Hybridenexperte. Hat letztes Jahr mit seinem Team in Siena, in der Toskana, für die Universität Siena, den Staat 10 Hybriden gefangen mit seinem Team. Und ein anderes Team hat rund um Florenz 7 gefangen. Und wir sind beide der Ansicht, dass das Ganze in den USA spielt. Das hört man an dem Dialekt. Und ja, also es sind für mich eindeutig Coywolfes. Man sieht das, wie der Schwarze eine den Hund hinten in den Hintern beißt und wie er dann buckelt und die Rute bis zum Bauch klemmt. Und man hört das Heulen und das, dieses helle Heulen, das ist auch typisch Kojotenmäßig. Und kleine Chance besteht, dass es vielleicht Koi Dogs sind, aber dafür sind mir die Tiere einfach zu groß, weil Kojoten selber ja auch nicht so riesig sind. Und gerade die Schwarzen ja doch ganz schön groß aussehen. Und ja, das ist bitter, das Ganze, was da passiert ist, aber so ähnlich ist es in Thüringen auch gelaufen. Und das ist natürlich echt hart und das ist nicht hinnehmbar. Das ist einfach nicht zu tolerieren. Und 4-8% der üblichen Wolfspopulation hat Hybriden und in Deutschland haben wir nicht mal 1%, weil wir haben gerade 2 Würfe gehabt. Und von daher ist das hinnehmbar für uns. Und wir gehen auch alle gegen an. Und ich bitte die Ministerin, hören Sie auf damit. Lassen Sie die anderen drei leben. Hören Sie auf, uns alle unglücklich zu machen und sich selbst auch. Danke.